In Qom, der heiligen Stadt des Iran, wachen islamische Revolutionäre auf den Dächern der Moschee. Man erwartet Ayatollah Khomeini. Heute soll der Ereignisse gedacht werden, die den Sturz des Schahs einleiteten. Gläubige sind aus allen Teilen des Landes herbeigeströmt. Hier rief Khomeini im Mai 1963 die Perser zum Kampf auf. Den Koran in der Linken und die Verfassung in der Rechten klagte er den Schah an, Gott und das Volk zu verraten. Er forderte die Armee auf, sich auf die Seite der Unterdrückten zu stellen.